Die Schallers leben gesund. Es gibt immer frisches Obst und Gemüse. Die Familie ist durchaus umweltbewusst. Bioabfälle werden natürlich getrennt gesammelt in einem sogenannten Vorsortiergefäß. Die Schallers gehören zu den knapp 3000 Haushalten in Potsdam-West, die am Pilotprojekt Biotonne teilnehmen. Ab jetzt können sie organische Abfälle separat entsorgen, ein Jahr lang kostenlos. Dabei soll ihr Entsorgungsverhalten analysiert werden. Das Pilotprojekt ist eine Gemeinschaftsaktion der Landeshauptstadt und der Stadtentsorgung Potsdam. Bereits Ende Mai wurden bei der STEP die 9 Biotonnen für ihren Einsatz aufgebaut und vorbereitet. Dazu gehört auch ein entsprechender Chip, der die Daten der Entleerung sammelt. Der Müllwerker, der auf dem Fahrzeug mitfährt, der schiebt die Tonne hinten ans Schüttungssystem. Die Tonne wird geleert. Und während des Prozesses sieht der Kraftfahrer vorne in seinem Monitor, beziehungsweise Operant nennt man das Gerät, dass diese Tonne geleert wurde. Und diese Daten, diese Leerungsdaten, die werden automatisch auf diesen Operanten gespeichert. Die Daten werden dann registriert und ausgewertet. Als Testgebiet wurde der Stadtteil Potsdam-West ausgewählt, weil dort alle Gebietsstrukturen vorhanden sind. So stehen die Biotonnen während der Pilotphase vor 133 Ein- und Zweifamilienhäusern, 62 Mehrfamilienhäusern und 26 Großwohnanlagen. Eile ist jetzt geboten, dadurch, dass ab 1. Januar 2015 ein neues Gesetz rauskommt, was die Getrenntsammlung von Bioabfall vorschreibt. Und natürlich werden jetzt viele Städte und Kommunen, die bisher keine Bioabfälle eingesammelt haben, aktiv. Die Biotonnen gibt es in verschiedenen Größen. Außerdem sind einige Modelle mit einem Filter ausgestattet, der vor Geruchsbelästigung schützen soll. Auf einer Pressekonferenz wurden Ende Mai die Ziele des Pilotprojektes erläutert. Vor allem soll die Akzeptanz der Biotonne gesteigert und der Anteil der biogenen Abfälle im Restabfallbehälter minimiert werden. Denn Biomüll ist kein Restabfall, sondern ein Wertstoff. Der Effekt, der dadurch entsteht, ist ja der, dass zum einen die stoffliche Verwertung, das heißt also, dass aus dem Bioabfall Kompost, nutzbarer Kompost hergestellt wird. Und der zweite Weg ist, dass zum Beispiel über eine Vergärungsanlage elektrischer Strom oder Wärme hergestellt werden. Das sind quasi die Effekte, die dabei entstehen. Und wichtig ist eben halt, dass ordnungsgemäß getrennt wird. Das heißt also, dass in den Bioabfällen möglichst wenig Störstoffe enthalten sind. Und dafür ist natürlich eine umfangreiche Aufklärung notwendig. Im Rahmen einer Bürgerinformation erhielten zu Beginn des Pilotprojektes Biotonnennutzer kostenlos kompostierbare Papiertüten und Vorsortiergefäße. Nicht nur das Interesse, sondern auch die Akzeptanz bei den Potsdamern war groß. Für viele liegt der Grund auf der Hand. Weil ich mich nach der Wende geärgert habe, dass die Biotonne weggekommen ist. Da haben wir uns beschwert und haben keine mehr gekriegt. Und nun ist die Aktion wieder und da gehe ich natürlich hin. Das ist jetzt nicht für mich, ich wohne ja nicht in Potsdam, ich wohne in Werder. Aber für meinen Sohn, der wohnt ja in der Kastanienallee und ich finde, dass das eine gute Sache ist, dass das alles ein bisschen getrennt wird. Das meinen auch die Schallers. Sie nehmen gerne am Pilotprojekt teil. Schließlich sammelt sich auch in ihrem Haushalt genug Biomüll an. Wie zum Beispiel die Streu der Kaninchen. Vieles ist bio und muss entsprechend entsorgt werden. Wer mehr wissen möchte, zum Pilotprojekt gibt es auch eine Hotline unter der eingeblendeten Telefonnummer.